du kannst auch Raketen craften. Das macht Melvin, wenn ihr bei uns. Ja. Melvin. Ja. Würdest du für die zwei Mädels in meinem Team auch mit craften? Du kannst dir dafür bei uns die Ressourcen holen. Und zwar, wenn du zu uns runter ins Lager gehst, ist, wenn du ins Lager reinkommst, rechts rum, dann hast du ja die Galacticraft-Sachen. Da steht hinten an der Wand eine Kopperkiste, da sind schon ein Haufen gepresste Platten drinne. Und einiges anderes für Raketen, dass du dir das Zeug dann dort auch noch mit rausnimmst. Ja, okay. Weil ich jetzt nicht weiß, wie lange ich hier bleibe und überlebe. Und ich will halt so viel Dash wie möglich einsammeln, dass wir dann mit den Wett anfangen können, um Fuel herzustellen. Kessel? Ja? Komm mal kurz raus, ich möchte dir was zeigen. Du warst ja letztes Mal nicht dabei, deswegen. Warum läuft unsere Sieve langsam? Weil ich gerade meinen komischen Dings hier. Ich bin draußen. So. Lol, ich hab eine Höhle gefunden. Cool. Oh, sie massig Dash. Oh. Warum? Warum? Wegen Fly, oder was? Ja. Wow! Krass! Oh, was ist denn das hier? Ich hab keine Ahnung. Vision Chamber, was macht das? Ich muss kurz. Oh, seit wann tun Creeper Redstone droppen? Keine Ahnung, sonst weil wahrscheinlich da auf dem Mars so. Nee, seit. Das machen die auch hier. Okay. Was? Ja, ich hab hier gerade so eine komische Höhle gefunden mit Haufen Erzen und grünem Schleimwasser und Lian oder was das auch immer ist. Und die ist auch voll. Wenn du Schleimwelle findest, ne? Ich hab ein Slime-Pad. Ei. Ich hab ein Blue Slimeling-Egg. Ich weiß nicht, was das ist. Da steht irgendwas mit Pets, Pet schlüpft, wenn ich das in der Hand behalte. Ja. Ich bring das dann einfach mal mit. Auf jeden Fall gibt's hier On Mustache. Das gefällt mir gerade. Das gefällt mir auch. Ja, ich hab schon 43. Jo. 44, hier liegt noch eins rum. Ein Arschloch. Wir brauchen wieder Kohle. Seele. Arschloch. Komm doch mal her, lass dich töten, du. Nee. Hier ist noch Dash. Mit einem Skelett möchte ich mich ungern anlegen. Da. So, ich weiß nicht, ob man das hört, aber meine Tochter schnarcht gerade extremst laut im Hintergrund. Nö, nee, das hört man nicht. Ja, ich rede ja aber dann auch von der Aufnahme. Ich hör's nicht. Ja, dass du es nie hörst, ist ja normal. Hörst du überhaupt was? Nein. Gut. Schön, dass wir das auch geklärt haben. Oh, hier ist gleich noch eine zweite. Leute, hier sind drei Höhlen aneinander. Wenn die hässlichen Mobs nie wären, dann könnte ich hier ordentlich Dash sammeln. Was ist das für ein helles Erz?
Platin, Eisen, das Orangen ist Kupfer. Da ist schon wieder so ein Ei, das will ich auch haben. Wir sind hier zu viele Mobs. Das gefällt mir gar nicht. Hättet ihr zwei Redstone Pearls? Ja, genau zwei. Dürfte ich die haben? Nö. Also Tyrox. Ja. Alt. Jetzt hättest du erstmal sagen müssen, nö, kostet. Ein Tanz an der Baumstange. Nee. Wenn dann wohl ich den. Cassie, du musst da heute noch tanzen. Hehehe, das vergesse ich nicht. Alter, das ist einfach zu viel. Das ist einfach zu krass. Ich muss erstmal Kohle 7. Okay. Viel Spaß. Naja, wie nett. Bist du denn jetzt eigentlich fertig mit der Regel? Nee, ich brauch Kohle. Warum brauchst du Kohle? Für Stahl. Wie? Ja. Viel. Wie viel Stahl brauchst du? Für die Compressed braucht man 2. Ich würde sagen, dass. Ich würde sagen, dass wenn ich diesen. Halt einfach keine Luft mehr, ne? Ich habe keine Luft. Wir haben keinen mehr Strom dafür. Ich würde sagen, dass wenn ich das mit dem. Bevor ich sterbe, logge ich mich lieber aus. Mit dem Teleportieren ausprobiere, dass wir das dann für alle machen. Na, was baust du jetzt genau? Von RF-Tools das Teleportier-Ding. Ja, das ist aber glaub, nur für die RF-Dimension. Das hat nicht mit dem Planeten hier zu tun. Nicht? Ich dachte, damit kann man sich quasi so Punkte herstellen, wo man sich dann hin teleportieren kann. Also ich weiß, dass du mit RF-Tools die gewisse Dimension erstellen kannst, die aus einer Sorte von Blöcken besteht. Ja, das weiß ich auch. Aber ich meine, dass man da auch schon sich auch verschiedene Punkte erstellen kann. Okay. Gut, dann ich hab's schon gecraftet, ich probier's einfach aus. Mach das. Ich versuche jetzt mal hier an die Oberfläche zu kommen. Ja. Geil, viel Kohle. Tyrox, erzähl mal, wie viel Dash werden wir brauchen für einen Anfang? Für den Ding. Ja, warte. Also Fluid Tank, das ist alles normal. Maschinen, Dings da. Wo geht's nach oben? 4 Dash Ingots. Für einen Wert. Okay, na wir brauchen ja. Na, wobei, wenn wir 2 machen, hätten wir doppelte Produktion. Ich hab jetzt etwas über 1,5 Stacks. Unrefinierte Dash-Dings. Das ist gut, weil dann können wir nämlich auch irgendwann bringen einfach so viel wie möglich mit, weil dann können wir uns auch gleich einen Generator machen. Ich gehe jetzt erstmal direkt an die Oberfläche. Oh, hier gibt es sogar noch Dash unterwegs, cool.
Weil ich will gucken, ob ich vielleicht noch ein Dorf finde, bevor ich hier komplett verrecke. Nasdorf. Müsste eigentlich hier geben. Gibt's doch bestimmt. Ja, auf jeden Fall nicht schlecht. Ja. Hallo. Erstmal sich nach oben durchgraben hier. Das ist das Schwierige, vor allem im Dunkeln. Aber Eik, weißt du, was das Gute ist? Was denn? Du kannst bei dem Dash auch Generatoren bauen. Ich habe jetzt 64 und 46 im Inventar von diesen Dingern. Die musst du ja, glaube ich, eigentlich nur brennen und dann hast du schon die Ingots. Wenn mich nicht alles täuscht. Oh, das sieht so aus, als ob ich gleich oben bin. Nee, scheiße. Ich sehe halt einfach mal gar nichts. Ich mich hier noch kommen. Vielleicht bist du gerade in einem Berg. Glaube ich, oh, ich bin schon auf Höhe 81. Ja, dann bist du jetzt wahrscheinlich in einem Berg. Ich höre oben schon Skeletter. Ich bin in einem Eisberg. Leck mich am Hintern. Hier ist erstmal ein schöner Eisblock. Scheiße, du bist am Südpol. Shit. Ja, das Problem ist, wenn ich das Eis kaputt mache, habe ich hier Wasser. Dann ersalf ich. Ach, das stimmt nicht. Licht! Skelett! Mob! Scheiße. Ich verabschiede mich dann für heute mal. Okay. Alles klar. Man hört sich. Okay. Wir lesen uns bestimmt nochmal heute. Bye bye. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, da ist schon wieder ein Ei, das will ich haben. Uah. Wir haben halt echt zu wenig Strom für Sauerstoff. Dann bau doch erstmal draußen den Stern wieder ab. Und setz den dort an die Maschine ran. Ich habe den draußen, wo ich mit der Rakete gestartet bin, hingesetzt, den zweiten Stern. Leute. Ach, das ist ein Pfeil. Ach, da ist er. So, jetzt bin ich gespannt, wie viel das verbraucht. Ah, da bin ich auch gespannt. Nee, ich habe jetzt 4 Quadruple Compressed Cobblestone. Okay. Und du sollst eigentlich 11.000, also umgerechnet 750 Eisenbarren rausbekommen. Okay. Und ja, das probiere ich halt jetzt auch. Dauert halt nur ewig lang. Ja, das kann gut sein, weil das ist ja gepresster Stein. Von jedem halt 750, also 12.000, ja, irgendwas. 12.000 von einer Sache. So, ich hab ein Yellow Slime Egg. Alles mitbringen. Ja, ich, wie gesagt, ich renne jetzt hier einfach mal durch die Gegend. Warum kicherst du denn jetzt schon wieder? Allein von einem Stein bekomme ich eine ganze Reihe von Ressourcen von einer Sache. Ja, läuft.
Das. Ja, das waren jetzt. Jo. Oh Gott, ich dachte schon. Ja gut. Ja. Mann. Das ist ein gefallener Meteor. Da ist noch ein Ei, das bringe ich auch mit. Brauchst du eigentlich noch Redstone Tar Rocks? Warum? Ja, immer. Echt? Guck mal hier rein. Man kann das eigentlich echt leicht finden. Guck mal da rein. Okay, ich... Von einem Stein. Von einem. Okay. Was? 6561 Cobblestone? Compressed. Ja. Ich hab keine Hobbys. Okay, also Dungeon gibt's hier auch keine auf dem Planeten. Ich brauch Kohle. Ich muss Kohle herstellen. Warte mal, wir haben noch einen zweiten Compressor. Hier, die Compressor, warte mal. Kohle. Also ich kann so viel sagen, auf dem Mars gibt's nichts. Carbon. Bohnen. Ja. Bohnen. Habt ihr gehört, ihr verrückten Dudes? Hm? Naja. Auf dem Mars gibt's nichts außer komische Schleimeier und Erze. Toll. Keine Dörfer und keine Dungeons, die sind da sowieso deaktiviert, habe ich mitgekriegt. Aber ja. Ich müsste vielleicht mal irgendeinen Mob umhauen, um zu sehen, dass ich an Essen komme. Kann ich das Rezept von Redstone wegbauen? Ja, kannst du machen. Lol, bist du schnell, Dude. Hallo? Alter. Dat. Hey, wie hast du denn das gemacht mit dem Teleporter? Stell dich da auf das leuchtende Teil und dann bist du teleportiert. Nee, von welchem Mod? F-Tools. Also das. Heißt, wenn quasi jetzt normalerweise wir auf Mars. Schau mal auf das blaue Teil. Dann wirst du darüber teleportiert. Das ist jetzt noch nicht. Ey, jetzt ist, glaube ich, zu wenig Strom. Ja. Hui. Ja, jetzt geht's nicht. Hat zu wenig Strom. Es geht nicht. Toll. Mach hin! Melvin, hast du kaputt gemacht. Nein, Talos hat gut gemacht. Titty Tox. Ja. Alles, was du anfängst, geht kaputt. Jetzt frage ich mich, wo sind die ganzen Mädels, die du mal hattest? Die sind alle zu Staub zerfallen in deinen Händen. Ja. Möchtest du Brot? Böse. Nee, das ist aus toten Mädchen gemacht bei dir. Jetzt müssten wir doch ausprobieren, wenn wir jetzt auf einer anderen Dimension auch so einen Meta-Receiver hin platzieren, ob wir dann da auch uns hin teleportieren können. Also ich sag euch, so viel auf dem Mars brauchen wir uns nicht tippen, denn hier ist nichts außer Leere.
Aber da gibt's Dash. Und ein Ike. Aber so kommen wir immer an Dash. Ja, und es gibt einen wilden Ike. Der mit anderthalb Hungerkeulen durch die Gegend läuft. Das kann man damit machen. Mit einem Ike? Also wenn du den ganz doll lieb hast und streichelst, dann hilft er dir auch schon mal in gewissen Sachen. Also wenn du mal nicht kannst, nur dann nimmt er deine Frau und erledigt ihre Arbeiten. Ui. Ich kann ja wohl schlecht sagen, ich nehme dann deine Frau und lege sie flach und... Doch, kann man eigentlich gut sagen. Stimmt.